dann würde ich euch mal wegmachen. Und euch mal wegmachen. Und euch mal wegmachen. Euch mal wegmachen. So. Wunderbar. Und dann müsste ich ja jetzt hier, wenn der dann repariert ist, würde der wahrscheinlich Werkzeug und Ding mitbringen. Und da unten einen kleinen Kontor hinsetzen. So. Die Felder verderben vor Trockenheit. Ja, ja, es ist gut. Schiff repariert, sag schon. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal gucken, wie es meinen Soldaten geht. Genau, hier unten können wir ein Konto hinsetzen. Am besten so. Am besten so. Was fehlt? Es fehlen die Stoffe. Ein Schiff wurde repariert. Na, endlich. Gesichert. So, dann können wir mit dir jetzt nämlich darüber. Und dann können wir nämlich da unten die nächste Kaserne hinbauen. So, also hier einmal 50, 50 und 50. Das sollte reichen. Und dann flitzen wir dahin. So, und du gehst wieder zu den Schiffen zurück. Dann würde ich hier nochmal sagen, zack, speichern. Spielstand gespeichert. Den sollte auch noch jemand abholen. Haben die noch irgendwas im Lager? Nein, ich glaube nicht. Das heißt, den können wir auch vernichten. Der kann von mir aus da noch bleiben. Das ist mir egal. So, also dich würde ich gerne abholen. Schick mir dir ein Taxi. Du bist auf deiner Route, du bist hier ein Experte. So. Kann man zu dir hier sagen, Kontor. Können wir zu euch hier sagen, geht mal dahin. Dann können wir nämlich hier sagen, zack. 50, 50, also 30, 30, 30. Ausgezeichnet. Und dann können wir nämlich hier sagen, bauen Kaserne, große Burg. Bäm. Gut, und dann können wir wieder eine Handelsroute festlegen. Mit irgendeinem war das doch so. Erstmal du kannst hier rein. Und dann gehst du wieder hier runter. So, dann würde ich hier nochmal speichern. Gesichert. Super. Dann, ach komm, dann nimm einfach den. So, Handelsroute, zack. Hier Kanonen raus und hier Kanonen ausladen. Wunderbar. Los geht's. So, und dann können wir bei dir auch schon wieder Kanoniere bauen. So, und dich können wir auch ausladen. Du schließt dich deinen Kameraden an.
war jetzt unnötig, dass die Leute da gestorben sind. So, geht's auf euch. So, ja genau, wie gesagt, die Bomben füllen wir schon aus. Die Kanonen brauchen wir noch. So, dann brauche ich da natürlich auch Wege. War ein bisschen doof, dass ich die Kaserne nicht direkt nebenan gebaut habe. Aber okay, so ist es jetzt. Wo gibt es denn überall Türme? Da oben gibt es Türme, da gibt es Türme. So viele Türme gibt es gar nicht mehr. Es gibt noch 3 Türme. Das könnte alles klappen. So, wir bahnen uns den Weg zum nächsten Turm. Gesichert. So. Dann würde ich euch angreifen wollen. Bevor ich auf den Turm gehe, weil ich will, dass der Marktplatz wächst, bevor ich auf den Turm gehe. So, da ist noch einer. Neue Soldaten sind verfügbar. Das ist gut. Dann machen wir erstmal den da weg. Den weg. Dann machen wir den weg. Genau. So, dann hoffe ich ja mal, dass er jetzt die Felder abzieht. Wunderbar. Finde ich sehr sympathisch. Dass er mir extra noch Platz macht. Ich will dahin. Ich will, dass ihr über die Felder geht. Und jetzt auf den Turm. Komm, mit geeinten Kräften. Wunderbar. Sehr schön. So, und dann kommen hier quasi die nächsten. Also für hier oben gibt es eigentlich gar keinen Grund. Na gut, den Steinmetz vielleicht noch. Aber eigentlich nicht. Für den da oben gibt es wirklich keinen Grund mehr, warum er noch existiert. Neue Einheiten sind bereit. Das ist super. Und den Turm gibt es noch, ne? Okay, das heißt... Wir speichern nochmal. Spielstand gespeichert. So, kannst du dahin? Verstärken euch. So, mit den Schiffen können wir jetzt eigentlich nicht mehr viel machen. Was wir noch machen können mit dir ist, wir können bei dir noch eine Route festlegen. Kurz. Zack. Kanonen einladen. Zack, hier unten. Zack. Kanonen ausladen. Ach ja, aktivieren sollte ich dich auch noch.
So, aber nur kurz. So viel gibt es ja gar nicht mehr. Ja, und was wir hier noch machen können, ist, wir können den Platz voll machen. Nicht, dass es groß was ändern würde. So, Kanonen sind alle weg. Ist aber echt faszinierend, dass sie immer auf die Schwächeren gehen. Ich meine, ist eine gute Strategie, aber... Super. Okay. Ich finde es echt faszinierend, dass der quasi gar nicht mehr wirklich Spielstand gespeichert. Gefechtstürme aufbaut. Soldaten sind ausgebildet. Ich meine, es ist auch klar, dass er kaum mehr Sachen hat, aber... Wunderbar. Okay, also jetzt müssen wir wirklich bloß noch ramponieren. Und hier gibt es noch einen Turm, aber den werden wir bestehen. Vor allem... Ja, wunderbar. Hier oben haben wir es. Was wir theoretisch machen können, ist, wir können natürlich sagen... Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. So. Wir arbeiten uns jetzt, wie gesagt, zu diesem Turm vor, um ihn dann endgültig loszuwerden. Okay, das wird hier ein bisschen komplizierter, weil wir von der falschen Seite kommen. Wir müssen durch diesen Engpass. Und da stehen wir uns eigentlich selber im Weg. Gut, das bedeutet, meine Schiffsflotte muss hier ein bisschen Platz machen. Dann räumen wir hier vorne auf. Weil wir dann von hier unten hochkommen. Also eigentlich da. Galgen können wir auch wegmachen. Wunderbar. Gesichert. So. Wir schlagen einfach neue Einheiten sind bereit. Eine Bresche in die Verteidigung. In die Wehrmauern. Und wunderbar. Okay. So, dann kann ich mit einem Schiff, kann ich dahin fahren. So, und ich mache das Schiff voll, denke ich, oder? Bitte schön hier hinlaufen. Na gut, ich muss es nicht voll machen. Es ist nur noch ein Turm. Und ihr geht da bitte alle rein. Und du gehst auch bitte in den Rhein. Okay, ich meine, im Prinzip hat er schon verloren. Spielstand gespeichert. Also er hat keine Betriebe mehr, die ihn irgendwie am Leben halten. Er hat noch ein paar Pioniere, ein paar Siedler, die werden wahrscheinlich auch demnächst Pioniere werden, weil sie halt nichts mehr zum Essen kriegen. Bei denen müsste eigentlich gerade tierische Hungersnot ausbrechen. So, und du kannst jetzt eigentlich aufhören.
habe da schon eh schon zu viele Kanonen. Okay. Gut, also dann kannst du dahin. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ja. Ist ja gut. So, dann werden wir hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sollte reichen. Wenn ich nicht wieder dämlich irgendwo hinlaufe, dann wird es auf jeden Fall reichen. So, ich speichere Spielstand schnell. Gespeichert. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, wir kommen von der Seite. Ah, okay, die Sau. So, dann sammel dich mal hier. Gerade gesehen, was der junge Mann davor hat. Wie gesagt, der liegt ein bisschen doof, der Turm. Wir kommen nicht drum rum. Das heißt, wir gehen jetzt einfach volle Leute drauf los. Dich manövrieren wir dahin. Abschießen. Den Turm auslöschen, bitte, bitte, schafft es rechtzeitig. Ah, ist doch spannend. Ja, es könnte echt knapp werden. Wunderbar. Perfekt. Den Bereich haben sie aufgegeben. Das heißt, ich brauche noch... Nein. Nein, 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 nein. Ich brauche noch... 1, 2. Genau. Den könnt ihr auslöschen. So, im Prinzip ist der Turm das Einzige, was... Eine Einheit wurde ausgebildet. Der Turm ist das Einzige... die einzige Gegenwehr, die er noch hat. Wunderbar. So. Okay, also ihr versucht jetzt hier euer Glück und ihr versucht hier euer Glück. Ich hoffe, das klappt. So, und die Schiffe. Speichern. Spielstand gespeichert. Angreifen. Angreifen. Wunderbar. Okay. Das war's auch schon. Spielstand gespeichert. Wir müssen jetzt bloß die Häuser zerstören. Und dann haben wir die Konkurrenz komplett besiegt. Ich muss mir übrigens aufschreiben, dass das Spiel nicht Konkurrenz, sondern Konkurrenzdruck heißt. Für euren Erfolg steht euch ein Triumphbogen zu. Wunderbar. So, haben wir diese Mission, diese abgekackte Mission jetzt endlich auch geschafft. Ich freue mich tierisch, dass ich diesen Blödsinn endlich hinter mir habe. Bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir schnuppern nochmal rein, was in der nächsten Mission auf uns zukommt. Deswegen laufen wir zurück zum Hauptmenü. Wie viele Schiffe habe ich eigentlich versenkt? Eins habe ich verloren. 44 versenkt. Soldaten habe ich 45 verloren. Besiegt 82.
Okay. Und dann schauen wir doch mal beim Einzelspieler das Monopol. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das Monopol. Für euer letztes Gefecht wurdet ihr mit Ruhm überschüttet. Das in euch gesetzte Vertrauen beschert euch neue Aufgaben. In einer neu entdeckten Inselwelt sollt ihr die Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen, und erzielt mit dem entstandenen Monopol einen Handelsbilanzüberschuss, Verkaufserträge abzüglich Einkaufskosten, ach, von mindestens 400 Talern. Okay, gut, das sehen wir dann aber erst in der nächsten Aufnahmesitzung. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.